Ja, auch das ist jetzt eine Reaktion auf eine Frage, die kam über Instagram. Und zwar, ich habe keine Kraft. Ich habe keine Kraft. Ich habe keine Kraft. Ja, was machen wir jetzt, wenn man keine Kraft hat? Dann trainiert man Kraft. Und zwar war die Frage so, dass derjenige, diejenige, es war, glaube ich, ne, es war ein Mann, dass er schon lange trainiert und irgendwie sagt er, im Verhältnis, wie lange ich schon trainiere, habe ich viel zu wenig Kraft. Ich stehe schon ewig lang auf dem Plateau, ich komme nicht mehr weiter, ich mache Kniebeuge mit 90 Kilo, ich mache Kreuzheben mit 105 Kilo, ich mache Bankdrücken mit 75 Kilo, aber ich komme nicht weiter, es geht nicht weiter. Ich mache meine 6, 8, 10 Wiederholungen, ich komme nicht weiter. So. Und da macht es tatsächlich Sinn, auch mal Krafttraining zu betreiben. Und zwar Maximalkrafttraining. Maximalkrafttraining, kleine Trainingslehre für euch. Zeitfenster 1 bis 20 Sekunden Belastung von einer Wiederholung bis 6 Wiederholungen. Zeitfenster 2 von 20 Wiederholungen bis 60, ca. 65 Wiederholungen. Wiederholungszahl von 6 bis 15. Und da haben wir Zeitfenster 3 hier drüber. Das ist mehr wie 60, 65 Sekunden Belastung, Dauerbelastung. Erstes Zeitfenster bis 20 Sekunden Krafttraining. Hier steigerst du die Kraft durch 1, 2, 3, 4, 5 oder vielleicht sogar 6 Wiederholungen. Dann kommt das nächste Zeitfenster. Das ist das Hypertrophie-Zeitfenster. Das Zeitfenster für den Aufbau von Muskelmasse, mehr Muskelvolumen. Und dann gibt es das dritte, da reden wir jetzt nicht drüber, das ist Kraftausdauer, das ist für die Fettverbrennung. Also du möchtest jetzt mehr Kraft haben, dann befindest du dich bitte im Kraftzeitfenster Nummer 1 und trainierst genau hier drin. Und zwar machst du, nein, eine nicht, außer du hast einen tollen Partner, du bist im Gewichtheberverein, da sind die Leute geschult, die wissen, was sie tun. Du hast einen guten Partner, der dich absichert. Du machst am besten 3, 4, 5, 6 Wiederholungen, vielleicht sogar mal eine Zweier. Aber nur, wenn du genau weißt, wie es funktioniert, denn bei Maximalkrafttraining ist die Verletzungsgefahr, kann ganz groß sein, weil du natürlich mit super schweren Gewichten arbeitest. Aber wenn du die Kraft steigern willst, dann arbeitest du gefälligst bitte in diesem Bereich. Und das machst du 4, 6, 8, 10 Wochen. Dreimal die Woche, viermal die Woche machst du mit Grundübungen, Kniebeuge, Kreuzheben, Military Press, machst du diese Übungen in dieser Wiederholungszahl und dann wirst du zwangsläufig, wenn alles gut läuft, unter Voraussetzung, du schläfst gut, du isst gut, du machst alles andere im Bereich der Regeneration richtig, wirst du deine Kraft steigern. So, und dann kommst du mit der Kraftsteigerung an und drückst auf einmal, drei Wiederholungen hast du am Anfang in der ersten Woche Military Press gemacht mit 30 Kilo und nach 8 Wochen machst du auf einmal 45 Kilo. Super. Kniebeuge hattest du 85 Kilo und jetzt bist du bei 110 Kilo. Und dann bist du im Kreuzheben nicht mehr bei 105, sondern 125 Kilo. So, dann hast du mehr Kraft, logischerweise. Und jetzt gehst du her und gehst wieder über ins zweite Zeitfenster. Zeitfenster Hypertrophie von 20 bis 60 Sekunden. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bis zu 15 Wiederholungen. Und jetzt gehst du her und machst zum Beispiel Bankdrücken mit 8 Wiederholungen. Und stellst fest, scheiße, jetzt mache ich die 8 Wiederholungen. Nicht mehr mit 75 Kilo, sondern mit 92,5. Und jetzt bist du genau dort, wo du hin sollst, indem du jetzt die Chance hast, durch das größere Gewicht, was du jetzt im richtigen Zeitfenster trainierst, wird sich deine Muskelfaser verdicken. Und zwar die Chance ist da, dass sie verdickt unter Voraussetzung, dass du dich richtig regenerierst, ausreichend schläfst und gut isst. Und dann geht der Muskelaufbau auch weiter. Und dann machst du einen Trainingsplan, wo du auf jeden Fall nicht nur wieder in dem oberen Bereich bleibst, vielleicht so ein oder zwei Sätze sogar unten in diesem Maximalbereich von 4, 5, 6 Wiederholungen bleibst, damit die Kraft erhalten bleibt. Und so schaukelst du dich immer durch diese unterschiedlichen Trainingseinheiten und durch diese Zyklen von 8 bis 10 Wochen und dann mit der Hypertrophie 8 bis 12 Wochen, schaukelst du dich langsam nach oben. Und dann wirst du durch Maximalkrafttraining, gezieltes Maximalkrafttraining, es auch schaffen, mehr Muskelmasse aufzubauen. Das ist Fakt Nummer 1. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Part, da kommen wir aber anders mal dazu. Das heißt, du kannst natürlich auch das Reizzeitfenster für die Hypertrophie ausreizen. Das heißt, du machst zum Beispiel 8 Wiederholungen mit 75 Kilo Bankdrücken in einer Zeit von 28 oder von 25 Sekunden, also gerade im untersten Bereich von Hypertrophie. Und jetzt gehst du her, machst die Bewegung langsamer und machst diese 8 Wiederholungen in 40 Sekunden. Das heißt, du erhöhst den Spannungszeitraum. Auch das wieder eine Chance, dass die Muskelmasse mehr wird. So, und das war es jetzt zum Thema Kraftsteigerung. Wenn du mehr Kraft haben willst, dann musst du auch
sollst du auch, wirst du auch Maximalkraft trainieren. Und wenn du sagst, Kollege, das hat sich geil angehört, was du da erzählst, von dir würde ich mal gern gecoacht werden, dann gehst du jetzt einfach unten. Da findest du in den Bemerkungen einen Link und da klickst du drauf und dann haben wir vielleicht bald ein Erstgespräch.